Hallo liebe Leute und willkommen zu einer weiteren Folge Treasure Hunter G. Wir befinden uns ja immer noch im Turm der Magierin und werden jetzt mal gucken, was uns hier noch alles erwartet in diesem Turm. Allerdings werden wir jetzt erstmal hier eine Runde übernachten und fragen erstmal Rain, was sie zu sagen. Ich mag dieses nicht ein bisschen. Okay, Ponga, Moment, ich will zu dir. Okay, Kiki. Und Blue? Wir sollten wirklich mal die Mitte des Turms aus, finde ich, machen. Meinst du nicht? Naja, aber erst schlafen wir eine Runde und dann schauen wir mal. So. Lass uns herausfinden, was in diesem Turm ist. Also doch nicht schlafen? Okay. Dann in Ordnung. Lass uns diesen Ort auskundschaften. Okay, auf geht's. In der Mitte des Turms. Dann gucke ich mal. Dann muss ich eigentlich mich hier vorbeischleichen können. Der Typ ist sowieso mit Bücherlesen wahrscheinlich beschäftigt. Okay. Ah, hier ist eine Truhe, die nehme ich auch mal mit. Na toll, nur eine Lederrüstung. Aber egal, besser als nichts erstmal. Und dann wollen wir mal schauen, was wir hier noch so alles finden. Jetzt, wo wir hier eigentlich hin können, dadurch, dass die Magierin verschwunden ist. Moment, hier ist noch so ein Trainingstypi. Der macht wahrscheinlich wieder irgendwelche, ja, Phone. 300.000 Mal jeden Tag. Phone. Ich hasse das. Armer Typ. Ja, da musst du was anderes machen, wenn dir das zu viel ist. Mit 300.000 Mal Phony sagen, da würde ich auch eine Klatsche beikriegen. Also da kann ich dich verstehen. Das Dach ist hier entlang. Geht und schaut es euch an. Na gut. Wow, ziemlich weit oben. Fall bloß nicht runter. Das ist bestimmt sehr tief. Diese Welt ist ziemlich groß. Weißt du, die Welt ist so groß, nein, dass die Welt so groß ist, hätte mich nicht überrascht. Über die Dinge, die Vater mir geschrieben hat, ist wohl doch was dran. Yep, kein Zweifel deswegen. Okay. Ich habe eine Idee. Was ist es? Das wird wirklich cool, ich verspreche es. Weih uns ein? Ja, weih uns ein! Das ist eine große Idee! Jiha! In Ordnung. Können wir jetzt endlich mal wissen, um was es geht? Du zitterst ein bisschen. Komm schon, Rain! Komm mit! Auf keinen Fall! Ponga hat auch schon Höhenangst. Oder er ist einfach jetzt mal abgesprungen. Ach du Scheiße. Hey, warte eine Sekunde, ich bin nicht fertig. Okay. Das ist fies. Wir wurden überrascht von Fledermäusen. Na toll. Verteidigung und Act minus 10? Na Gott sei Dank sind es nur Fledermäuse. Sonst wäre dieser ganze Kampf ein bisschen heftig jetzt. Ich dachte eigentlich, hier sind wir jetzt erstmal kampffrei. Aber nein, scheinbar wohl nicht. Okay, Ponga, du kannst ja Gott sei Dank zwei Gegner erwischen. Das Ganze werde ich dann auch dementsprechend so machen. Und Rain kümmert sich um diese Fledermaus. Oh Gott. Hoffentlich reicht das jetzt aus, dass hier keiner von denen drauf geht. Ich meine, die wollen ja noch nicht mal in diesem Bett übernachten. Okay. So. Diese Fledermaus ist erledigt. Ah, super. Das reicht noch nicht, um weiter hochzukommen. Dann eben nicht. So, Ponga, erledige diese Fledermaus und die hinterher. Scheiße, die eine ist auch noch nicht weg. Na gut, dann muss ich das gleich auch noch erledigen. Oh oh. Wer du... Okay, Gott sei Dank. Gott sei Dank bist du nicht auf die JKR gegangen. Sonst hätte es Saures gegeben, nichts Süßes. So. Okay, scheiße. So, Ponga, okay, wir haben ein Problem. Naja, wird die JKR auch einmal drauf gehen, wenn ich Pech habe? Doch nicht. Na, habe ich nochmal Glück gehabt. Bye bye, Fledermaus. Puh. Aber dass man hier oben auf dem Dach echt von solchen fiesen Fledermäusen einfach mal überrascht wird? Naja. Egal, wir haben sie bezwungen. Die kommen aber auch echt aus dem Nix. Wie zur Hölle? Naja, egal. Grrr. Dumme Fledermäuse einfach uns den Spaß zu ruinieren. Du solltest besser beenden, was du angefangen hast. Bevor wir... Also, wir passen auf die anderen Dinge hier auf. Okay, und was hat er jetzt eigentlich vor? Ach so, okay.
Naja, ist auf jeden Fall schon eine schöne Aussicht hier. Wobei die Wolken ein bisschen merkwürdig aussehen. Alles andere als schön. Egal. So, jetzt gehen wir mal schön zurück in unser Zimmer und schlafen eine Runde. Jetzt können wir es nämlich machen. Jetzt, wo wir mal das Dach gesehen haben und mal gesehen haben, wie dieser Turm überhaupt aussieht. Okay. So. Da drüben sind unsere Betten. Hoffentlich kommt jetzt die Magierin nicht und sieht, dass wir da waren. Okay. Ah ja, jetzt klappt's. Na gut. Dann wird eine Runde erstmal geschlafen und sich erholt. Ja. Hä? Was war das für ein Geräusch? Was? Die Tür ist offen, okay. Nein, die Tür war immer offen, aber... Okay, was ist das? Ah! Aufwachen! Der fällt sogar auf den Boden und wird dann erst wach. Die Tür ist verschlossen! Rain, was ist los? Ah! Rain! Rain! Oh Gott. Was ist das für eine Kreatur, die Rain gerade angreift? Warum gerade jetzt? Und warum Rain? Feuer! Die kann auch Magie. Okay. Ach, das war die Magierin. Was zur Hölle? Was hast du mit dem Rain angestellt? Rain. Nun siehst du deine wahre Kraft. Es tut mir leid, dass ich dich so überraschen musste. Das war ein bisschen fies. Ja toll, den Text konnte ich so schnell nicht lesen, so. Naja. Es ist eine große Kraft in dir. Es muss nicht alles auf einmal sein, aber bisschen für bisschen wirst du brauchen, um es zu erkunden. Es wird dir nicht möglich sein, sie so schnell für immer zu halten. Es gibt etwas, das ist sehr wesentlich wichtiger und niemals vergessen solltest. Nimm dir etwas Ruhe. Toll, das war alles, was sie zu sagen hatte, aber echt ziemlich fies von der Magierin. Naja, aber immerhin hat Rain jetzt eine versteckte Kraft entdeckt, nämlich, dass sie auch Magie kann. Naja, aber ihr scheint... Ein Traum? War es wohl nur ein Traum? Oder auch nicht? Fragezeichen? Wow, was für ein merkwürdiger Traum. Ich erinnere mich nicht an viel, aber... Naja, dann hatten alle denselben Traum. Wollt ihr schon gehen? Ja. Der Nebel ist aufgeklärt. Ich bete für eure sichere Reise und dass ihr heil ankommen werdet. Nächstes Mal, Rain, bring den Müll nicht mit dir. Oder halt das Gepäck. Ich habe eine Idee, nur für uns beide. Bis dann. So langsam machst du mir Angst. Du wirst mit Rain nix anstellen. Also das werden wir zu feinern wissen. Moment, was ist das denn? Einfach in diesen Topf reinzugucken ist ziemlich spaßig. Hey, wollt ihr auch mal einen Blick reinwerfen? Nur eine Sekunde natürlich. Ich werde natürlich Ärger bekommen, wenn ich euch damit reinziehe. Es ist zu aufregend für euch. Ach Mann, nur ein Blick. Ach komm schon. Schade. Na gut, dann eben nicht. Schade. Aber das ist wohl wahrscheinlich so ein Wahrsagerpot oder sowas, womit die halt irgendwelche Orte aufblicken können. Und so, Moment, warum steht ihr denn hier? Achso, das seid ihr mit der herausgesetzt an dieser Zeit, bla bla bla. Das hatten wir ja schon. Na gut. Die Frage ist ja, wo ich jetzt eigentlich hin muss. Moment, hier ist er wieder. Was? Ihr habt mich schon wieder gefunden? Mann, ich muss wirklich bessere Versteckpunkte finden. Nun, hier ist der Preis des Winners. Ein neues Act Seed. Ich danke dir. So kriegen wir wenigstens Act Seed geschenkt und dafür, dass wir den halt nur auffinden müssen. So, das Ganze speichern wir einmal. Naja, okay. So. Sonst haben wir hier wahrscheinlich nichts mehr zu finden. Magier haben wir aufgefunden.
Okay. Die Farben des Himmels, ja, bla bla bla. Okay, das haben wir auch schon. Sonst gibt's hier wahrscheinlich wirklich nichts Neues. Kann ich jetzt rein? Nee, das Ding verpufft nur. Geht es euch gut? Tut mir leid. Ich habe schon lange nicht mehr hier sauber gemacht. Das sagst du uns jetzt erst? Na toll. Egal. Wir sind auf jeden Fall, wie gesagt, hier jetzt fertig. Und müssen jetzt eigentlich locker hier runterkommen. Eigentlich. Naja, versuchen wir das Ganze mal. Die Felsen dürfen uns eigentlich nicht entgegenkommen. Und wenn, kommen wir etwas schneller runter. Yay! Und platsch. Okay. Und das Ganze noch einmal. Ja, dass wir hier jetzt extra runterklettern müssen, finde ich auch schon ein bisschen anstrengend. Aber okay. Sowas bleibt halt nicht aus. Und schon sind wir unten. Ja, die Typen sind auch schon wieder weg. Alle weg. Alle lassen uns hier einfach mal im Stich. Halt, falsche Richtung. Okay. Ich hoffe mal, dass die Gegner jetzt hier nicht wieder neu aufgetaucht sind. Scheiße sind sie. Okay, das heißt, wenn ich das Pech habe, habe ich die Miesmuscheln auch wieder am Hals. Ich hoffe mal nicht. Weil sonst habe ich hier ein großes Problem. Ich habe nämlich keinen Bock nochmal gegen... Okay, sind Gott sei Dank nicht die Miesmuscheln. Hoffentlich, Gott sei Dank, neue komplette Gegnerformation. Das wäre nämlich sehr praktisch. Wenn ich da jetzt nicht nochmal diese verdammten scheiß eisigen Miesmuscheln bekämpfen muss. Weil ich hasse die wirklich abgrundtief in diesem Spiel. So. Okay, jetzt kommt wieder Flamm. Nein, es gibt hier schon wieder so eine scheiß Miesmuschel. Okay. Gut, dass keiner in Reichweite ist, um irgendwie jetzt Eisschaden zu bekommen. Da habe ich sozusagen nochmal Glück gehabt. So, diese Flamme erledige ich auch mal. So, nehme diesen Schnitt und den. Okay. Jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich diese Flammenbeschwörerin noch ein paar Mal treffe. Dass die halt auch verschwindet. Okay, es reicht noch nicht. Ah, das wird ein bisschen heiß. Tut mir leid, Ponga. Jetzt wäre eine Abkühlung ziemlich praktisch. Okay, da kann man aber wirklich froh sein, dass es gerade irgendwie dementsprechend so nicht allzu viel bringt. Zumindest habe ich jetzt nicht gesehen, dass wir irgendwie Schaden bekommen haben. Deswegen hoffe ich einfach mal, dass das dementsprechend auch so ist, dass ich da keinen Schaden bekomme. Weil wenn doch, wird das Ganze etwas unangenehm. Okay, ich kriege doch Schaden. Dann wird das Ganze jetzt richtig scheiße. Okay. Was geht vor? Was ist das für ein merkwürdiges Gefühl? Rain hat Cure 1 gelernt. Okay, das werde ich gleich mal benutzen. So, Level up für den guten Blue. So. Das heißt, theoretisch müsste ich jetzt eigentlich heilen können mit Rain. Na toll. Ponga kann nichts tun. Moment. Technik. Small Heal, ja. Jetzt kann ich endlich heilen. Natürlich erstmal auf Rain, weil sie kurz vorm Krepieren ist. Na also, jetzt habe ich endlich mit Rain meine Heilfähigkeit. Ich muss erstmal keine Angst haben, dass ich so schnell krepiere. Hey! Wow, Rain! Diese Magie wird natürlich noch etwas nützlich sein. Oh ja, und wie? Okay, na, mit Rain kann ich leider gerade nicht angreifen. Okay, jetzt muss ich nur noch gucken, dass ich zu dieser Muschel gleich komme. Wenn ich erstmal diese Scheißviecher hier loswerde. Okay, so, das wäre erledigt. Und dieses Ding kriege ich auch noch kaputt. Okay, auf geht's zur Miesmuschel. Wobei, ich muss erstmal gucken. Scheiße, Ponga wird gleich draufgehen. Ja, tut mir leid, Ponga, dich kann ich nicht mehr retten. Den einzigen, den ich gerade retten kann, ist die JKR. Na gut. Das wäre wirklich schon ziemlich praktisch, wenn Rain schon eine stärkere Heilung hätte. Aber es dauert ja leider noch ein bisschen. So. Okay. Nein, Rain, geh nicht zu nah. Okay, scheiß drauf. Okay, das heißt, als nächstes sollte ich Blue heilen. Okay, jetzt will ich erstmal gucken, dass ich hier an diese Muschel rankomme. Und die möglichst ein paar Mal treffe. Vielleicht schaffe ich sogar schon, sie zu zerstören. Ja, okay Leute, wir haben es geschafft. Schade, dass Ponga es nicht mehr durchgehalten hat. Aber egal. Das kann halt nicht jeder einmal überleben, wenn halt so miese Scheißgegner kommen. Und eine kleine Vase gefunden. Okay, Leute. Wenn sich diese Höhle hier so verändert hat jetzt, dann werden wohl neue Gegner auftauchen. Okay, was geht jetzt? Aber macht die schon wieder? Ihr solltet das mit euch nehmen. Es wird
Es wird eure Unverwundbarkeit eines Tages zeigen. Das ist ein Opat, bekannt als der dunkle Globus. Opat? Achso, ja gut, wenn man das übersetzt, dann passt das mit diesem Kürzel eigentlich nicht. Das heißt auf jeden Fall übersetzt, außerhalb dieses Platzes Artefakt. Etwas aus den alten Tagen, welches unglaubliche Kraft mit sich trägt. Und Rain, wenn du dich ein bisschen... wenn du dich ein bisschen flügge fühlst, weißt du, wo ich bin. Ich warte auf dich. Okay, bye-bye, Magierin. Danke für die Hilfe. Nun, hab einen schönen Trip noch. Tschüss. Ja, bye-bye. Okay, wir haben auf jeden Fall den dunklen Globus gefunden. Unserem ersten Opat. Okay, Leute. Dann würde ich sagen, beende ich dieses Video hier damit auch erstmal, bevor mir gleich noch ein Kampf kommt und ich das Video noch länger machen muss. Okay, Leute. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Dann geht's weiter auf Schatzjagd und gucken, wo wir als nächstes landen werden. Bis dahin. Auf Wiedersehen.